So, meine Freunde der Dunkelheit, eine neue Episode steht uns bevor, und zwar mit einigen Parallel-Quests. Und ihr seht, ich habe mein Outfit ein wenig geändert, einfach nur der Abwechslungshalber, sage ich mal. Und ja, machen wir nun den nächsten Parallel-Quests, wo ich schon herausgefunden habe, was für Bedingungen wir erfüllen müssen. Und diese will ich euch jetzt zeigen. Und zwar waren wir jetzt bei Parallel-Quest 08, Namek Dragon Ball. Ja, die Bedingungen sind einfach, wir müssen Guldo besiegen und dabei 7 Dragonballs holen. Am Anfang haben wir halt 2, wenn wir alles richtig gemacht haben, dürfen wir dann auch die anderen 7 Dragonballs suchen. Also, Attacke! So, Namek Dragon Ball holt 3 Dragon Ball zurück. Ja, als allererstes haben wir hier irgendwo Guldo. Da! Komm her! Kümmern wir dich zuerst, du Marfa, du. Ja, das war gerade ein wenig Fail meinerseits. Ich habe nicht richtig gelesen gehabt. Wo nimmt er bloß diese Kraft her? Tja. Ich vernachlässige meine Deckung zu sehr. Was stimmt? Und streue! Kamehameha! Voll daneben! Ich mag diese Technik gar nicht. Und boom! Beenden wir es mit dem Kamehameha! Und irgendwie voll daneben! Ach, dann halt so! So, erledigt. Und jetzt müssen wir die anderen Dragon Balls finden. Die Computerspieler dort könnten nämlich auch die Dragon Balls tragen. Aber einer ist es irgendwo hier. Ah, natürlich hier drinnen, ne? So. Einen haben wir schon. Wir können übrigens in aller Ruhe auch mehrere tragen, von daher. Und schon, hat er einen? Nein, hat er nicht. Ignorieren. Schön auf den Radar achten. Irgendwo kann nämlich das irgendwo versteckt sein. Aha! So, haben wir schon mal 2. Ob wir 3 aufheben können, das weiß ich nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert gehabt. Aber 2, wie man sieht, kein Problem. Oh, und hier ist sogar schon der letzte. Zack. Hammer. So. Und wir haben alles geschafft, wie man sieht. Ein neuer Dragon Ball wurde entdeckt. Geh ihn suchen. Jetzt können wir die anderen 7 auch suchen. Haha. Anderen 7 sage ich schon. Die anderen 4. Und Rikom ist auch getaucht. Und irgendwo hier. Ah, Bingo. Hat Neville ein Dragon Ball? Die können sie nämlich auch tragen. Aber nein, er hat keinen. Okay. Fahren wir weiter. Beziehungsweise fliegen wir weiter. Bislang scheint hier nichts zu sein. Zumindest sehe ich im Radar nichts. Hat Raspberry ein? Ja, er hat einen. Gib her. Na, zack. Ein Schlag, ein Schlag. Dass ich nur einen Schlag machen kann. Na, fallen. Ja. Einer? Wo ist der andere? Ah, da. Und Bingo. Beide haben wir nun. Hallo, Rikom. Und ich kümmere uns gleich. Erstmal will ich die 2 Dragonballs ansetzen. Ja. Du störst, komm. Oh. Alter. Zerstreu, Kamehameha. Und mach Schlag! Ja, natürlich wehrt er den ab. Oh, doch erwischt. Mehr oder weniger. Und? Schade. Wir haben Rikom gleich.
Autsch. Au, 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 au. Alter. Unheblich, das lief. Immer wieder ein Segen, die Technik. Oh, und hier irgendwo ist ein Dragon Ball. Hä? Ach, hat ihn... Ah! Wie schön, dass du ihn mir vorbeibringst. Mist. Lass ihn fallen! Alter! Geht doch. Jetzt müssen wir nur noch den letzten finden. Und der ist sogar hier. Ach nee, er hat ihn, ne? Na, komm her! Komm, dich besiegen wir auch noch. Oh, schon Abwehr. Das hilft dir aber auch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Da. Musst du uns mit kleinen Fischen vergnügen. Wir können die Sache auch beenden. Ultimativer Finisher. Wir haben alle Bedingungen erfüllt. Ja, das war diese Mission. Mal schauen. Ginyu ist ja mittlerweile unser Meister. Ursprünglich wollte ich ja meine Klamotten halt dem Ginyu-Sonderkommando-Style anziehen. Aber das sah mir dann doch ein bisschen zu hässlich aus. Tut mir leid, aber ich mag diesen Outfit nicht. Deswegen einfach, wenn ich schon ein neues Outfit habe, dann dachte ich mir, nehme ich den hier. Das sieht abwechslungshalber ziemlich cool aus. Oh, und wie wir sehen, wir haben es auf jeden Fall alle Bedingungen geschafft. Dann in der nächsten Episode sehen wir dann den Parallelquest 09 Saiyajin Stolz. Bis dann, tschüss.